Tja Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt im Car-Technik Web Channel. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr bei eurem BMW die Uhrzeit einstellen könnt und das Datum. Wir reden hier von der Baureihe, zum Beispiel 1er BMW, E87, E88, dann 3er BMW, E90, 91, 92, 93 oder auch den X1 und so weiter. Das ist alles komplett gleich. Alles, was wir als erstes machen müssen, wir gehen erstmal drauf und machen erstmal die Zündung einmal an. So, hier war aufgrund vom Batteriewechsel müssen wir es eben alles einmal neu eingeben hier. Später muss ich auch den Fehlerspeicher löschen. Da sagt er jetzt ja auch Uhrzeit einstellen. Ja, da sind jetzt noch ein paar Fehler drin. Da müssen wir nochmal hinterher. So, wir nehmen alles hier über den linken Lenkstockschalter, gehen wir quasi durchs Menü durch. Und zwar hier haben wir die WIP-Tasten rauf, runter und Bordcomputer auch teilweise im Menü zum Bestätigen. Wie gehen wir jetzt vor? Wir gehen jetzt die WIP-Taste, gehen jetzt einmal durch. So, auf Set drücken. Wir haben jetzt heute den 24. Das stimmt soweit. So könntet ihr jetzt zum Beispiel mit der WIP-Taste jetzt dann halt durchgehen und dann damit dann ändern. So, 24. Das stimmt. Zum Bestätigen gehen wir immer auf die Bordcomputer-Taste. Somit gehen wir quasi durchs Feld durch. Zack, bestätigt. Jetzt gehen wir weiter mit der WIP-Taste. Fangen dann wieder hier unten rein. So, Uhrzeit. Wieder auf Set drücken. So, wir haben jetzt aktuell 13.04 Uhr und so gehen wir mit der WIP-Taste jetzt durch und stellen damit die Uhrzeit ein. Rüber, nach oben, 13.04 Uhr, bestätigen das Ganze und zack, haben wir jetzt 13.04 Uhr und natürlich auch im Radio haben wir das natürlich auch jetzt stehen, 13.04 Uhr. Ja, ich hoffe, ich konnte weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann wie immer, bis zum nächsten Mal, euer Millionaire One. Ciao.